Befehlshaber ausschalten. Nö, machen wir nicht. So, dann gehen wir da hoch. Na komm, Pebo, Pebo, Pebo ist links. Genau, das ist fein. Hi, Teddy. Auf uns geht er los, auf die Ziege, ne? Die wären so ein einfaches Ziel für den. Ne, der will Menschenfleisch wieder, der Kollege. Sauerei. Oh, Holz. Und Synchronisationspunkt. Ja, leg so morsch. Uff. Da ist er. Den holen wir gleich. Erstmal da hoch. Was, die fressen mein Pferd nicht? Ah, Elikia-Gipfel. Gut. Zip. Und dann mit dir. Synchronisieren. Auch schön. Ich finde es halt schade, weißt du, es gibt so viel fürs Pferd. Hier, Cassandra, rotes Kleid und so, ne? Sieht bestimmt witzig aus, wenn sie dann kämpft. Aber für einen Vogel, da hat kein Marder was gemacht. Warum kann der nicht einfach eine Fledermaus rumfliegen oder ein Huhn oder sowas? Ich würde es witzig finden. Sauerei einfach. Ich bin Software und Toys von der Modding-Community. Pfiff. Nee, in dem Fall nicht. Da ist sie einfach easy, still alive. Wenn sie mich nicht angreifen, greife ich sie nicht an. Okay. Das können wir so stehen lassen. Oh, du siehst wie eine mächtige Kriegerin aus. Und du musst Arion sein. Ich bin hier, um dich zurückzubringen. Warum sollte ich dir vertrauen, hm? Deine Mutter und ich kennen uns schon sehr lange. Sie hat mir erzählt, dass du gerne hierher kommst, um zu üben, aber sie will, dass du nach Hause kommst. Aber ich will nicht gehen. Ich weiß, dass du herkommst, um deinem Vater nahe zu sein. Du weißt gar nichts über meinen Pater. Ich weiß, dass du ihm als Säugling mit der Kraft des Herakles den Finger gebrochen hast. Die Finger von Pater waren so groß und rau. Deshalb übe ich hier in der Höhle, damit meine Hände genauso stark werden wie seine. Ich verstehe, aber erst müssen wir aus dieser Höhle raus. Die Wölfe kriegen Hunger. Sie würden mich niemals fressen. Sie sind meine Freunde. Ja, deine Freunde. Verschwinden wir von hier. Deine Mutter vermisst dich sehr. Wenn ich mitkomme, kannst du mir beibringen, ein mächtiger Krieger zu sein? Wir werden sehen. Jetzt komm. Okay. Da kommst du. Okay, wir gehen lieber zu Fuß. Der Raff ist mit dem Pferdaufsteiger nicht. Kommst du hier rauf? Ja, komm. Ach, das Kind ist zu blöd und das Pferd. Hey, was ist denn das Pferd? Ich kann das nicht hoch. Ich bin doof. Wir gehen da jetzt einfach. Wenn wir zurück und wenn er nochmal, also wenn wir ihn abgegeben haben, dann gehen wir zurück und killen die Viecher. Was? Er muss lernen, dass es so nicht geht, ja. Wölfe gehören ausgerottet, ja. Ach ja, apropos Wölfe. Da flennen ja immer so viele rum, weil die Wölfe kommen zurück. Ja, müssen wir froh sein. Weil einerseits dezimieren die auch wieder den Wildbestand ein bisschen. Wenn die den Wildbestand reduzieren, dann fressen die immer so viel Grünzeug, logischerweise, weil es dann weniger Wild gibt. Und im Gegenzug holt sich der Wald wieder besser dadurch. Dass sie mal Schafe reißen, ja gut, okay, kann ich natürlich scheiße. Verstehe ich die Bauern und so weiter, alles gut.
Ja, ich würde sagen, jetzt geben wir einfach mal her. Komm, ein paar Euro in die Hand nehmen, sagen so, hier, darfst du dir Hundi kaufen, Hirtenhund, alles cool. Also ein einzelner Wolf kommt dann auf die Idee, hey, das ist ein fucking Hirtenhund, mit dem lege ich mich definitiv nicht an. So, ansonsten, wie geht's ja kleiner, ne? Ah, zu Fuß ist er gut, muss man sagen. Wenn man Schiff drückt, rennen die dann echt? Das wirkt nicht so komisch. Guck mal, sowas, hä? Krä. Nur die Gänse sehen immer so aus wie ein Hässchen. Lauf! Darf Hundis nichts tun, hast du gesagt. Okay. Schützt der Junge uns gerade? Kommst du? Oh, Bruder, echt? In der Höhle bist du von so einem Teil runtergesprungen. Oh, das ist ein Teddy jetzt. Das ist aber bitte aufpassen. Okay. Hast du irgendeine mystische Verbindung zu den Tieren? Da darf uns nichts sein. Die brüllen zwar wie so. So. Hab Hunger. Nein, die tun uns nichts. Interessante Sache. So, klemmen wir uns aus, gehen wir auf die Straße, ne? Wenn hier noch mehr Trampelpfade entstehen. Da, guck mal, habt ihr einen Sohn zurückgebracht? Fummeln wir jetzt? Da seid ihr beiden, ja. Du musstest mir niemanden nachschicken, Martha. Ich kann schon ganz gut auf mich selbst aufpassen. Ich weiß, das kannst du, mein Schatz. Du hast ihr von mir erzählt, Martha. Sie wusste ganz viel. Das habe ich. Sie wollte alles über dich wissen, damit du keine Angst vor ihr hast. Ich hatte keine Angst. Ich war tapfer. Danke, dass du ihn nach Hause gebracht hast. Warum lächelst du so? Ich dachte gerade darüber nach, wie ich mich dafür revanchieren kann, dass du Arion nach Hause gebracht hast. Da fällt mir sicher das ein oder andere ein. Nenne deinen Preis, Söldling. Ich bin schon so lange hier und du hast mir noch gar nicht gezeigt, wo ich schlafen soll. Ich zeige dir einen besseren Platz, aber schlafen werden wir nicht. Oh, tschatschatschatschatscha. Geht's dafür eigentlich irgendwann mal ein Achievement? Alles lieb gehabt? Du bist unersättlich. Du hast einen Teil von mir wiedererweckt, den ich verloren glaubte. Ich weiß, dass du schon so viel für mich getan hast, aber vielleicht kannst du noch eine Kleinigkeit tun. Ich weiß nicht, ob ich aufstehen kann. Arion will ein mächtiger Krieger sein, aber ich kann nicht noch mehr von meiner Familie im Krieg verlieren. Wenn Arion das Kämpfen lernt, kann er dich und den Hof beschützen. Ich kann diesen Hof nicht allein bewirtschaften. Auf mich hört er nicht, aber zu dir schaut er auf. Ich sehe es in seinen Augen. Ich spreche mit ihm. Aber ich glaube nicht, dass er mich so sehr schätzt wie du. Bilde dir nichts ein. Zeig ihm einfach, wie man Pflanzen aussät, altes Gras verbrennt und ein paar Hühner schlachtet. Bei dir wird es ihm spannender vorkommen. Okay. Na, ist er drauf damit Spiel? Sprich mit Arion. Ari? Hallo, Arion. Hallo. Hi. Was ist los? Ich vermisse meinen Pater. Oh, möchtest du darüber sprechen? Nein. Na gut, du musst nichts sagen. Aber du kannst zuhören, wenn du willst. Von mir aus? Ich habe meinen Vater auch verloren, als ich klein war. Ich bin weit, weit weggelaufen. Mein einziger Freund auf der ganzen Welt war Ikaros. Eines Tages warf ein Idiot einen Stein und brach ihm den Flügel. Was hast du getan? Ich habe ihm hiermit die Finger abgeschnitten. Der Speer von Leonidas? Darf ich ihn halten? Kannst du. Aber erst musst du mir einen Gefallen tun. Deine Mutter braucht dich. Wirst du mir beibringen, ein mächtiger Krieger zu sein? Hm.
Deine Mutter möchte, dass du ein Bauer wirst. Und genau das werde ich dir beibringen. Aber Landwirtschaft ist langweilig. Ich will ein Krieger werden, wie du. Immer wenn ich die Sonne aufgehen sehe, weiß ich nicht, ob ich auch die Nacht erleben werde. Wenn ich meine Lieben zurücklasse, dann in der Ungewissheit, dass ich sie vielleicht nie wiedersehe. Willst du so ein Leben führen? Gut, dann folge mir. Hast du von dem Dichter Hesiodos gehört? Nein, ich kenne Homeros und Achilleus, Hektor, Odysseus und das riesige Pferd. Okay. Studiere Homeros, wenn du Menschen unter die Erde bringen willst. Von Hesiodos wirst du lernen, wie man etwas aus ihr wachsen lässt. Langweilig. Nee. Doch. Ach so, ich musste hinlaufen und E drücken. Ich dachte, passiert jetzt irgendwas. Aber wie schäbig. Und jetzt packen wir ein paar Büsche ab. Warum? Damit neues Leben wachsen kann, muss das alte weichen. Warum? Weil die Büsche die Erde ersticken und verhindern, dass neue Pflanzen wachsen können. Warum? Darum. Ach, verbrenne die Graswurzeln, ach so. Jetzt zeige ich dir, wie man ein Huhn tötet. Ich will nicht. Ich mag Hühner. Wenn du deine Familie ernähren willst, wirst du dafür ein paar Hühner opfern müssen. Du musst sie nicht heute töten, aber schau genau zu, wie ich es mache. Sauber und präzise. Darf ich das auch sehen? Wie es hierher kommt, dem Huhn den Kopf abschlägt und es dann vom über den Hof rennt, so. Aber den billigen Pfeilen, bitte. Was ist mit dem geschehen, dessen Finger du abgeschnitten hast? Er lief los und holte seine Brüder. Sie schlugen mich fies zusammen. Hattest du denn keine Freunde, die dich beschützt haben? Erst als ich dieses kleine Mädchen zwischen mich und diese Jungen stellte und ihn mit dem Zorn des Ares entgegenbrüllte, mich in Ruhe zu lassen, ließen sie von mir ab. Im Ernst? Ein Mädchen? Wer? Dieses Mädchen war ich. Martha! Kassandra hat mir beigebracht, wie man ein Bauer wird. Aber du könntest mich lehren, tapfer zu sein. Eines Tages vielleicht. Ja, sie hat mir von Hesiodos erzählt. Sie hat mir beigebracht, das Alte zu verbrennen, weil es das Neue erstickt. Und dann hat sie eine ganze Schar Hühner abgemurkst. Einfach so. Klingt, als wärt ihr heute fleißig gewesen. Dein Junge lernt schnell. Danke. Das bedeutet mir unendlich viel. Gerne. Quest abgeschlossen. Und weiter geht die Reise. Es ist schön, dass du hier bist, Kassandra. Aber ich fühle mich ein bisschen schuldig. Wir waren so viele Jahre lang getrennt und du verbringst die meiste Zeit mit Arion. Stehlen wir uns doch von allem davon. Nur wir beide. Es gibt einen Markt in Tegea, auf dem ich schon ewig nicht mehr gewesen bin. Es gibt Essen und Wein und Musik. Okay. Ein Abend nur für uns klingt wunderbar. Aber was ist mit Arion? Mach dir keine Sorgen um ihn. Sorge dich nur darum, mich in Tegea zu treffen. Ich sollte vor unserem Abend herausfinden, was Anais mag. Untersuchungsgebiet. Ah, okay. Sie mag Alkohol. Hier bewahrt Anais also ihren Wein auf. Boah, riecht stark. Mir wird ja allein schon vom Geruch schwindelig. Wein hätte ich jetzt irgendwie auch grad Bock. Was hier? Anais hat ja einen Olivenvorrat für ein ganzes Leben. Wo könnten hier noch... Ah, da. Anais erwähnt ja nicht, dass sie Honig gemacht hat. Honig, Oliven und starken Wein. Overwatch. Multi-Senpai. Wir sind auch da, dann benötigen wir noch mindestens 12 Minuten, Mr. Multi-Senpai. 12 minutes left. Plapio Popolo Papis.
Also, Honig, starker Wein und Oliven. Denn es ist Son Goku. Dab, 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 dab. Ich habe unser Pferd getrollt, hab's gerufen und hab's einfach erst ins Liegen gelassen. Zip. Und es ist Nacht. Da bist du ja. Komm, suchen wir uns etwas zu essen und zu trinken, ja? Die Händler haben die köstlichste Auswahl. Und heute Abend überlasse ich alle Entscheidungen dir. Oh, sexy. Trink, bäh. Folge Anais. Mit Fackel. Ich habe mir das ein bisschen umgemacht. Weißt du noch, wie wir immer Essen auf den Märkten von Kefalenia gestohlen haben? Weiß ich nicht. Wir könnten auch hier was stehlen. Mach ich. In der alten Zeit gewesen. Immer nur Ärger im Sinn. Ja, ich fühle sie ab. Mach ich. Willkommen, meine Lieben. Ich habe eine wunderbare Auswahl an Weinen für dich und diese liebreizende Dame. Nur die feinsten Trauben aus den besten Lagen. Mögt ihr eure Weine trocken, lieblich oder schwer? Du hast die ganze Welt bereist. Du musst die besten Weine kennen. Stark. Diese Frau ist eine alleinstehende Mutter, die einen eigenen Hof leitet. Sie mag ihren Wein schwer. Du kennst mich so gut. Schwerer Wein ist der beste Wein. Tja. Machen wir mal wieder Licht hier an, ne? Und geht's weiter, dann noch Honig und Oliven, Baby. Wir wollen ja das Maximale rausholen, um maximal fummeln zu können. Alles riecht so lecker. Mir läuft das Wasser im Munde zusammen. Ich bin ein Oliven-Fan. Ich mag gar keine Oliven. Riecht ihr das? Das ist das leckerste Essen in ganz Tegea. Verratet mir, was darf es sein? Wir haben Lammkeule mit Reis und Oliven, Brathähnchen mit frischem Gemüse und Ziegenschmortopf. Das Erste. Entscheidungen, Entscheidungen. Wir nehmen das Lamm mit Oliven, bitte. Ich liebe Oliven. Ich werde dieses Mal verschlingen. Und danach verschlinge ich dich. Hört ihr das? Es wird hier Liebe gemacht. Intensive Liebe. Wir könnten mal stehlen, aber das gibt noch Stress. Da habe ich keinen Bock drauf. Na, wo geht's jetzt hin? Jetzt gibt's was Süßes mit Honig. Oh, ich kann dir nicht sagen, wie sehr ich das gebraucht habe. Dep, 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 dep. Da fängt Stress an, pass auf. Ich lege ihn gleich um. Bastard. So, jetzt geht's da hoch. Und ein Fuß, zwei Fuß, drei Fuß, vier Fuß, fünf Fuß. Schön, wie es die Stufen gestiegen ist, ne? Wo ist der Honig? Den gibt's wahrscheinlich gleich hier. Willkommen, willkommen! Wenn du eine Naschkatze bist, dann habe ich süße Leckereien für dich. Was darf es sein? Traubenpudding mit Walnüssen? Frische Erdbeeren mit Sahne? Oder mit Honig beträufelte Bratbirnen? Triff eine kluge Wahl. Ich liebe Süßes. Birnen in Honigglasur. Die Birnen klingen köstlich. Homeros nannte sie Geschenke der Götter. Aber es ist der Honig, der sie erst richtig göttlich macht. Der Abend war wunderbar. Du wusstest genau, wonach mir der Sinn steht. Ich weiß. Ich hab's bemerkt. Und nun verrate mir doch, was du willst, ja? Ich zeige es dir. Fummeln! Arion, was ist los? Ihr Götter, was ist dir zugestoßen? Von wegen, dir würde nichts passieren. Banditen! Sie kamen und nahmen sich alles. Ich hab versucht, das Haus zu beschützen. Aber sie waren einfach viel zu groß. Du hättest nicht versuchen sollen, gegen sie zu kämpfen. Alles, was sie mitnehmen, lässt sich ersetzen. Aber dich kann ich nicht ersetzen. Das wäre nicht geschehen, wenn du mich zum Kriege ausgebildet hättest. Er wird schon wieder. Es sind nur ein paar Kratzer. Du hast recht. Er ist jetzt sicher und das ist, was zählt. Cassandra, es gibt etwas, was ich dir sagen muss.
Und was? Du willst noch davon. Wenn du hier bist, empfinde ich das erste Mal seit dem Tod meines Mannes wieder Freude. Ich hatte gehofft, dass du noch die gleiche wärst, die ich auf Kefalenia liebte. Dass hier ein Platz für dich wäre, wenn du auch so empfindest. Anais. Der Umstand, dass du auf mich gehört und Arion nicht beigebracht hast, wie man kämpft, beweist mir, dass ich dir vertrauen kann. Es wäre wunderbar, wenn du bei uns bliebest. Ich bin Kriegerin, keine Bäuerin. Barnabas braucht mich, ich... Ach, was ist das für eine scheiß Entscheidung, Leute, ernsthaft jetzt. Wir können da endlich mal hier Stardew Valley aufreißen in Assassin's Creed und dann haben wir so eine Bonobo-Entscheidung. Ich glaube, ich raste aus. Ne, bei mir ist aus? Ja, fummeln, sage ich auch, fummeln. Ich liebe dich, Anais. Ich habe dich immer geliebt. Aber... Ich weiß. Du hast es schon immer gehasst, an einem Ort bleiben zu müssen. Du konntest es nicht erwarten, Kefalenia zu verlassen. Du warst mir das Liebste auf der Insel. Aber es wird Zeit für mich zu gehen. Ich verstehe. Du sollst nur wissen, dass du hier immer mit offenen Armen empfangen wirst, wenn du in Arkadien bist. Ich muss dazu sagen, ich bin erst bei Origin eingestiegen. Ich fand aber Origin besser, allein schon aus dem Hintergrund, dass man mehrere Materialien braucht, um seine Sachen abzugraden, dass es nicht nur permanent weiches Leder gab. Da gab es auch Federn, Wolfsfell und unterschiedliche Sachen halt, ne? Das war halt sexy. Aber ich weiß nicht, ob ich das möchte. Was ist, wenn es hässlich ist? So. Königreich Pelopes in Elis. Pelops. Trifft den bekannten Künstler. Pelops in Elis. Pelops. Wo ist Pelops zum Teufel? Achaia, Kefalenia, Megareth, Korinth, Argolis, Phokis, Biot, irgendwas anderes. Eurofin, Mais, Makadanien, Lemoth, Lesboth, irgendwas anderes. Samoth. Desnoth, Naxoth. Können die zwei zusammen? Gefestigt, oh gut, ist egal. Pevki ist auch nicht. Wo ist denn das wieder zum Teufel? Pelops. Müssen wir kurz mal suchen wieder. Pelops. Okay. Ah ne, das war falsch, sorry. 3 ist toll, Ovo. Da ist Pelops. Ah, okay, es sind sogar 2, ist ja sexy. Ist spartanisch, wie sie's gehört. noch 3 Minuten, Multi. Noch 3. So, das sind irgendwas, glaube ich. 1, 2, 3. Stress. Ich will keinen Stress. Ist doch eins nice Dorf hier. Ja, ich glaube hier lang ist schon okay, ich kapier's, ja. 180 Meter noch. 170. Wir gehen erst das Ding angucken, dann reden wir mit dem Typen und dann haben wir, glaube ich, die Zeit so weit rum. Dann sollte das passen. Ich meine, da habe ich nicht wieder eine Folge voll, deswegen. Darum geht's mir eigentlich. Ich bin noch so faul, dass ich nicht so komisch rumsnippeln muss. Ich will nur eine Folge voll haben, noch zeitlich gesehen. Ja, Haus des Anführers. Jawohl, mein Herr. Anführer. Fast getroffen. Dein Video? Ja, kann man machen. Ja, passt. Okay. Sieh dir all die Menschen an. Wonach sehnen sie sich? Nach Aufregung. Und etwas Magie. Und das kannst du ihnen bieten? Magie. Magic Tethys. Trittst du in einem neuen Stück auf? Cassandra, Aristophanes Freundin. Genau. Und auch die meine.
Ohne deine Hilfe wäre ich nicht hier. Hätte ich dich nicht aus dem Gasthaus getragen, würdest du vermutlich jetzt noch dort sitzen. Auf dem Boden! Thespis hatte die glorreiche Idee, die Stadt mit einem Stück zu ehren. Er hat einen sehr guten Ruf als Schauspieler. Deshalb dachte ich, der Erfolg wäre uns sicher. Aber langsam glaube ich, ich habe mich geirrt. Nein, nein, ich habe alles unter Kontrolle. Behalte nur den Verkauf der Eintrittsmarken im Auge, liebste Rodante. Und meine Freundin Cassandra kümmert sich um den Rest. Ich versichere dir, ich verstehe nichts vom Theater. Sei nicht so bescheiden. Du wirst als die Heldin bekannt, die Leonidas und seine 300 zum Stück des Jahrhunderts gemacht hat. Ah, das ja. Stück handelt von König Leonidas? Weißt du, meine Familie... Deine Familie kann natürlich auch kommen. Sie wird bestimmt stolz auf dich sein. Hilf mir nur, die Heldengeschichte zu erzählen. Okay. Ich helfe Thespis mit seinem Stück. Leonidas Geschichte muss erzählt werden. Also gut. Du wirst uns sicher nicht enttäuschen. Was soll ich tun? Bring Wein. Nicht für mich. Für das Publikum. Glaubst du, das Publikum interessiert sich nur für Leonidas Geschichte, wenn es betrunken ist? Nicht betrunken, nur begeisterungsfähiger. Ach Gott, oh Gott. Wo bewahrst du deinen Wein auf? Nun, ich hatte Wein. Aber der örtliche Militärbefehlshaber beschlagnahmte... Oh, das sollte ich in das Stück aufnehmen. Der persische Befehlshaber beschlagnahmte den... Wein. Das ist gut. Dann muss ich ihn wohl zurück beschlagnahmen. Wo finde ich den Befehlshaber? Er behielt den teuren Wein für sich und gab den Soldaten den Rest. Ein gewöhnliches Publikum begnügt sich vielleicht mit billigeren Tropfen. Doch wenn wir besseren Wein servieren, locken wir vielleicht ein besseres Publikum an. Er wird nicht leicht zu beschaffen sein, aber es lohnt sich. Du sprichst meine Sprache. Besserer Wein zieht ein großzügigeres Publikum an. Also an welchen beiden Orten befindet sich der Wein jetzt? Das meiste davon befindet sich im Stall des Ares. Aber der gute Wein, der liegt in der Demiurgenfestung. Okay. Ich werde mich darum kümmern. So, neue Mehrere-Quests angenommen sind genannt. Dann danke ich fürs Zuschauen, fürs mit dabei sein. Like, teilen, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal bei Assassin's Creed Odyssey. Dann machen wir diese Story-Side-Quest dann auch durch. Und dann haben wir es. Bis dann und auf Wiedersehen. Tschüss.